Hallöchen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, letzte Folge habe ich mich ja versucht, mit dem Pike-Syndikat ein bisschen besser zu stellen. Plus, dass ich auch noch im Schwarzmarkt ein bisschen tätig war, beziehungsweise für mich zumindest versucht habe. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich will hier diese Schneiderin mal aufsuchen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wenn ich das hier so sehe, ich bin auf dem Vollzweck. Ja, hier, guck mal. Ich kann jetzt einmal da rum oder hier rum. Ich glaube, ich drehe mal um. Dann habe ich mal wieder auf der Karte gucken sollen. Hey, könnt ihr bitte die Wege für mich anders markieren? Ich bin einfach nur blind. Ich sehe das immer nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier lang. Okay, dann könnte ich theoretisch hier lang. Okay. Beziehungsweise den Weg dann so lang. Gott, wildes Fahren hier. So, Hallöchen. Ach, meine Lieblingsherumtreiberin. Okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Das. Wie viel hat sie? Alles, was er hat. Ungefähr. Fiolen? Nein. Nee. Nicht genug Geld. Ich habe 37 von 10. Ich glaube, das bringt mir nichts. Was kann man eigentlich an sie verkaufen? Grobtuch? Ne, wir brauchen davon ja. Hacking Kit? Ne, definitiv nicht. Bessere Legierung? Ne. Rauchbomben? Und hier auch. Nee, dann lassen wir es so. Man sieht sich. War mir ein Vergnügen. Vor allem, sie unterhält sich auch nicht wirklich. Also ich habe gedacht, da ist ein Schmugglerversteck. Achso. Ja, Schmugglerversteck. Es gibt ein bekanntes Schmugglerversteck in einem Berg. Dort könnte sich wertvolle Beute befinden. Nur angeblich. Der Berg befindet sich südwestlich von Typhonfelsen. Warte mal. Südwestlich? Das ist der Typhonfelsen. Das ist ja das, wo wir hier dieses Werkzeug bräuchten. Das würde bedeuten... Ist das das? Kommen wir übrigens hier vorbei? Wenn ich jetzt sage... Hier lang, meine Freunde. Das sieht mir doch gerade nach einer Falle aus da. Ich habe gerade, ich könnte jetzt sagen, ich habe auch gerade nicht so Bock auf die ganze Action. Und vor allen Dingen, ja, guck mal, wie kurz der Weg eigentlich sein kann, ne? Da stehen auch zwei. Aber das ist mir fast egal gewesen, das viel schlimmer war gerade. Ich sag mir nicht, dass das da oben war. Dann kriege ich hier eine Krise. Ernsthaft? Ich hab nicht drauf geachtet. Ist auch kein Weg da unten lang. Okay, Gott. Ja, sorry, ich stelle mich mal wieder dumm, Mann. Aber jetzt kann ich übrigens mal zeigen, was ich gerade meinte. Ne? So eine Wand fehlt mir übrigens.
Warte. Da. Genau, hier, bei dem Rauchbombending. So eine Wand. Weil hier ist nirgendwo war was. Da ist ja dieses Loch, wo der Wind so durchpfeift. Und da hinten ist dieser Imperialer. Genau, ich kann das mal hier nochmal kurz zeigen. Eine Geröllwand. Genau, das wäre hier, ne? Hier war der Gleiter. Und dann kannst du ja hier rum. Und hier ist, glaube ich, das Loch, wo der Wind so durchpfeift. Aber ich komme da absolut nicht hin. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was haben wir gerade? Schmugglerversteck, ne? So. Und so eine Wand wie die hier, ne? Die fehlt mir da. Weil hier kann ich schön klettern. Zack, bin ich oben. Hinter. Verschwinden wir hier! Da ist er. Und könnte. Irgendwo hier muss das sein. Das verstehe ich auch nicht mehr, ne? Der Berg befindet sich südwestlich vom Typhonfelsen. Karte. Typhonfelsen. Da. Das heißt. Jetzt wird es interessant. Oh, ich habe so das arge Gefühl, dass das, was ich hier jetzt gerade mache, nichts bringen wird. Okay. Denn ich habe das arge Gefühl, das geht nur von da. Oh Mann. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich jetzt hier. Aha. Irgendwelche netten Personen kennenlerne, die mir ans Leder wollen, aber scheinbar nicht. So. Das meinte ich nämlich. Sowas fehlt mir nämlich da an einer anderen Stelle. So. Sieh dir das an. So, die Toka-Pfote.
kommen wir jetzt? So. Und jetzt, hier brauchen wir nicht rein, weil wir haben keine Sache, die das Ding da aufmacht. So. Orientierungspunkt, etc. Das ist in der Ausrüstung, ja. Springer. Ja, dann machen wir da hier Fallschaden so ein bisschen erhöhen. Ja, das ist gut. So. So, dann können wir jetzt uns hier bewegen, würde ich sagen. Reisen wir da mal hin. Gefällt mir gar nicht, wie das aussieht. Ist, dass hier so viele Fragezeichen sind. Komme ich hier nicht an? Komm zurück, wenn wir wissen, dass wir dir vertrauen. Na gut, bin schon weg. Das macht ihr nicht nochmal. Ah. Menschen. Ich überlege gerade, wie komme ich jetzt am besten hin? Ach, das war, glaube ich, hier durch den Markt unten lang, ne? Nee. Nee, warte, hier muss ich, glaube ich, lang. Damit ich zum Markt komme. Genau. Was ist denn, dass ihr mir vertrauen könnt? Aber ihr könnt mir doch vertrauen. Mir fällt gerade mal was ein. Dürftig. Hohoho. Eieiei. Da lang. Ich will mal gerade ganz kurz. Hier müsste doch eigentlich. Schon wieder hier. Vielleicht nur ein kleiner Happen. Nee. Hier ist es nicht. Da wollte ich hin, genau. Kann ich hier was machen? Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Was kann ich für Sie tun? Keine Ahnung. Des Blasters. Wir haben nicht genug Geld. Crimson Dawn, ne? Hochtechnologiekomponente. Ja. Also eigentlich bräuchte ich hier. Also erstmal brauche ich Geld. Wie immer kriege ich Geld? Ja, mir bringt das alles nichts, weil ich brauche die Sachen selber. Und habe gefühlt sogar noch viel zu wenig. Auf Wiedersehen! Das kann nicht wahr sein, ey. Ich bin pleite wie sonst was. Alter, ich kann mich jetzt nicht mit ihm. Wir haben das, wonach Sie schon lange gesucht haben. Nix. Obwohl, ihn können wir. Hat er sogar noch abgebrochen, oder? Hey, was? Dir.
guter Junge. In die Tasche, Nix. Alter, ich müsste das jetzt gefühlt hier, weiß ich, wie viele Stunden machen, aber... Ich krieg da nur Sachen, die ich alle nicht brauche. Ist auch keiner. Ihre Suche hat ein Ende. Mein Stand hat alles. Hallo. Verkaufen. Ich habe keine Kohle. Auf Wiedersehen. Ciao. Kann die auch hier nicht beklauen, ne? Ich überlege gerade. Wie? Was habe ich noch nicht gemacht? Warte mal. Concentration. Wir machen mal Ruf. Also, Syndikat. So, Belohnung. Achso, eine Transportbox. Ah, okay. Maximaler Ruf. So. Kunde Cantinas, um Auftragsmittel der Syndikate zu treffen. Die Kalu. Okay, Händler. So, wo haben wir denn hier? Auf der Karte eine Kantine. Schnellreiseziel. Hallo? Das ist die Spielhölle. Ich glaube, hier war das. Ich glaube, in der Spielhölle war das. Und eine Type. Die mit uns. Irgendwie verhandelt. Da können wir uns nur anlehnen. Auf der anderen Seite raus, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier war das nämlich. Die Tür ist zu. Person. Das ist doch eine Kantine oder so. Da habe ich jetzt irgendwie an. Habe ich jetzt irgendwie Probleme. Das Lustige ist nur das hier. Schon, lass mich rein. Ich gebe dir die Hälfte, nachdem ich sie abgezogen habe. Nein, wenn du Kredits brauchst, dann versuch den wandernden Slop zu gewinnen. Hä? Was soll ich gewinnen? Den wandernden Slop soll ich gewinnen? Komm schon, lass mich rein. Ich gebe dir die Hälfte, nachdem ich sie abgezogen habe. Nein, wenn du Kredits brauchst, dann versuch den wandernden Slop zu gewinnen.
Nee. Gibt es hier irgendwo was zum Spielen? Alter, ich hasse es, ne? Wenn ich jetzt nicht weiß. Was geht da? So, dann kann ich mich anlehnen, kann hier ein bisschen rumgucken. Aber das war's auch. Machen wir eine Verschnaufpause. Nicht genug Credits. Ich bin so pleite, dass ich so pleite bin, dass nicht mal der Automat mich will. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die beiden sind schon mal richtig. Das heißt, drei habe ich schon richtig. So, das heißt, die drei sind noch fehl. Wo war denn die? Das war da und da. Und das. Jetzt das Auge. Ich nehme mal das Auge als erstes. Sehr gut. Yes, Baby. Ja. Wie? Hä? Bin ich gerade doof? Also, nochmal. Energiebarriere aktiviert. Energiebarriere deaktiviert. Und trotzdem läuft das Ding hier. Das ist jetzt aber crazy shit. Abgesehen davon, dass ich jetzt ein paar Credits habe. Hey, mir ist ein kleines Nebengeschäft hier aufgefallen. Ich habe nichts zu verbergen. Wenn Sie Ärger mit dem Imperium haben, kann ich Ihre Probleme mit nur ein paar Kredits lösen. Ah, danke für den Tipp. Ich jetzt gerade nicht verstehe, ne? Was muss ich denn hier machen? Das ist, mir kommt das so vor, als wenn das Ding kaputt ist. Mal ohne Witz.
Und dagegen laufen, weiß ich nicht. Ich habe das zwar noch nie probiert. Aber lassen wir es mal. Kann ich eigentlich da irgendwie nur lang? Hey, du! Oh. Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Ich gebe doch keine 100. Tut mir leid, aber ich weiß, wie das endet. Du musst an mich glauben. Nee, nee, lass mal. Können wir wetten? Wie sieht's auf der Rennstrecke aus? Partie scheint das heutige Rennen eher kalt zu lassen. Die Veteranin der Geist von Sereno will heute den Jungspunden zeigen, wie der Hase läuft. Der Applaus tobt als spritziger Gute Quote. Kredits sind Kredits. Ich glaube, das war 2 Jahre. Sauber. Meine andere Frage, kann man das eigentlich nochmal machen? So ein paar Kredits würde ich nicht nein sagen. Der Applaus tobt, als spritziger Kaktus in die Startbox tänzelt. Aha. Ah, also muss ich irgendwo... Weißt du was? Komm, wir machen das jetzt. Mir fehlen immer noch Kredits. Leih mir ein paar, ich zahle sie zurück. Versprochen. Komm. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Halten Sie sich fern. Sie haben es gehört. Weitergehen. Zurücktreten. Sache des Imperiums. Ach so. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Okay. Jetzt habe ich gerade mal eine Frage, ne? Was ist da, dass ich das machen kann? Ich kann ihn noch nicht mal mehr ablenken. Jetzt kann ich es ablenken. Nix, zeig, was du kannst. Da liegt einer. Okay. So, wir brauchen ja Moneten. Das Ding ist, wir brauchen Informationen und wir brauchen Moneten. Geld, Credit. Schnell eine Runde. 10 Credits ist okay.
Karte wählen? Ach komm. Was? Was muss ich hier machen? Ach, diese Karte. Was haben wir denn gewonnen? Na also. What the heck, Alter? Wie weit geht das denn? Jetzt mit 4. Ihr wollt mich doch vor ohne piepeln. Ich hab's drauf. Okay. Alter. Hui. What? Was bitteschön? Das war ja richtig gerade Asche. Oh Gott, kann ich das nochmal machen? Nein! Gib mir den Automaten! Oh Gott, ich bin angefixt. Der ist mir versperrt. Den nehme ich hier an. Den kann ich gerade nicht. Oh. Mir fällt gerade was ein. Das kann ich ja nicht hier machen. Komm schon, lass mich rein. Ich gebe dir die Hälfte, nachdem ich sie abgezogen habe. Nein, wenn du Kredits brauchst, dann versuch den wandernden Slop zu gewinnen. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ich verstehe das nicht. Wer das sein soll. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt vom Dings da redet, von dem Teilchen, aber hey, was soll's. So, und was ich auch nicht verstehe, ist ja die Sache hier, dass ich das Ding gehackt habe. Ja, okay. Aber die geht nicht aus. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ganz kurz mal was gucken. Kann ich von hier aus? Wohin will ich ihn hier senden? Jetzt sind sie hier komplett weg. Gut, ich versuche mal herauszufinden, was ich jetzt nächstes tun kann. Beziehungsweise, ob ich da meinen Ruf noch ein bisschen verbessern kann, weil, wie gesagt, ich brauche ja falscher Button.
Und ich glaube, Dings bringt mir nichts. Käufe. Konne Kantine an. Ja, wenn ich jetzt wüsste, in welcher Kantine er hier sitzt, weil das Lustige ist, so viele Kantinas. So viele Kantinas gibt es hier doch gar nicht. So. Ne? Dann haben wir hier die Insekten, die ganze Dinge. Orte. Mirogana, Spielhölle, Festung, Werkstatt, Unterschlucht. Deswegen, das ist gerade so ein bisschen. Sammelobjekte. So, Tutorials, das habe ich hier vergessen. Guck mal, Tutorials sagt er mir auch, ne? Aber er sagt mir trotzdem, ist nicht so. Jetzt die Geschichte. So. Wandern das Silob. Ach, das ist das Ding wegen den Teilchen. Ne? Dann muss ich das und das machen. Okay. Ich guck mal, was wir als nächstes machen. Wie wir das hinkriegen, das wird da immer noch, also irgendwie eine Kantine. Das wird mich jetzt echt interessieren. So, seid gespannt dann in dem Sinne, wie es weitergeht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute.